Tommys Kochkurs. Weltberühmte Specknudeln aus dem Hause Tommy. Dann nehmen wir eine alte Portion Spaghetti Bolognese von gestern. Der Rest. Und dann braucht man erstmal ein scharfes Messer. Ja, das ist ganz wichtig. Also ohne scharfes Messer ist es immer schlimm, wenn man sich schneidet. Dann tut es nämlich richtig weh. Wenn es schön scharf ist, tut es nicht weh. Erst hinterher. Dann brauchen wir natürlich Speck. Oh, ist das ein Kantenstück sogar? Ach, ich freue mich. Der leckere, das ist ein schöner Speck. Sieht der toll aus. Davon entfernt man natürlich hier oben die Haut. Ja, der Papa, ja, macht jetzt Specknudel. Ja. Der Schwarte. Die schneiden wir ab, die brauchen wir nicht. Kann ja keiner kauen hier. Ja, keine Hunde. Wenn man einen Hund hat, kann man das dem Hund geben. Dann wird das alles fein gewürfelt. Oder in Streifen geschnitten. Mal Streifen, Würfel. Mal schauen. Natürlich, zuerst mal in Scheiben. Ja, ist so lecker. Wunderbar. Und danach in Streifen. Ja, jetzt sind wir fertig damit. Jetzt wird das Ganze angebraten. Ja, bei geringer Hitze. Und dann, also so, dass der Speck sich ein bisschen auch auslässt hier. Und dann kommen wir Zwiebeln rein. Also Pfanne an. Speck rein. Oh, ich liebe Speck. Nichts über Speck. Hast du wenigstens Speck im Gepäck? Wenig Hitze. Zwei Zwiebeln. Ende ab. Ende ab. Mitte durch. So, einfach jetzt. Ende ab. Ende ab. Wir lernen nochmal. Mitte durch. Nun werden die Zwiebeln geschnitten. Oh, das machen wir doch gerne. Jeder hasst es. Aber mein Kind ist fertig mit Trinken. Ja, nimm. Ja. Aber mit einem scharfen Messer geht das ganz gut. Dann rühren wir einmal den Speck durch. So fantastisch aus. Eine Milch will sie trinken, ja. Das gibt's ja gar nicht. Eine Milch will sie trinken. Da sind die alten Nudeln drin. Die werden aufgewertet. Heute. Na hoppala, ist ein Stück daneben gefallen. So. Von mir aus wäre der Eintopf jetzt schon fertig, also der Gericht jetzt schon fertig. Würde ich mir schon mal irgendwie so genehmigen. Furchtbar, wa? Aber ich bin so ein Speckmonster. Ich liebe Speck. Zwiebeln rein. Noch weniger Hitze, geht ja nicht.
Ein Schuss Milch. Und ein bisschen Wasser. Und jetzt lassen wir es ein wenig. Naja, sagen wir mal. Kochen. Noch mehr? Willst du mehr? Paprika noch rein. Paprika muss rein. Eine große Paprika nehmen wir. Wir brechen einmal links, einmal rechts, oben, unten, drücken einmal rein und ziehen einmal raus. Normalerweise hilft das nicht. Schneiden wir kurz ein, ziehen dann raus. Haben wir alle draußen fast schon fertig. Ist ja enorm. Klopfen, schön die Frucht ausklopfen. Das hilft immer. Kommen die ganzen Kerne raus. Ah. Na, dann wird es nochmal ausgewaschen. Jetzt wasche ich die. Und jetzt wird geschnippelt wieder. Paprika. So, das kommt jetzt auch alles noch in den Topf. In den Topf, sag ich schon. Ist ja fast ein Eintopf. Ja. Schaut mal, wie lecker die Zwiebeln aussehen. Oh, könnt ihr es riechen? Fast glasiert. Ist der Zwiebelsaft draußen? Perfekt. Die Feuchtigkeit da drin. Und dann durch die Nudeln ja wieder aufgesaugt. Das ist ja das Schöne. Oh, Paprika. Deckel drauf köcheln lassen. So sieht's aus. Na, dann schauen wir auch mal. Dieser Duft unvergleichlich. Einmal durchgerührt. Das ist ein bisschen vermengt hier. So, jetzt ungefähr 15 Minuten köcheln lassen. Paprika schön weich, jetzt sieht man daran, dass teilweise die Schale abfällt. Also die Pelle, das ist ja, dass sie abgeht. Ist jetzt schön weich, nicht mehr so. Man merkt ihn dann quasi kaum. So, und jetzt kommen die Nudeln rein. So, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Wasser dazu. Und jetzt lassen wir es noch mal köcheln. Noch mal 15 Minuten oder so. Schauen wir mal. So, dann schauen wir jetzt mal nach. Wow. Genau, mein Kind schläft unterdessen. So, jetzt lassen wir das bei offenem Deckel
noch mal richtig durchkochen. Damit die Feuchtigkeit ein bisschen raus kann. Das hier alles. So, ich kann jetzt nicht mehr warten, ich muss jetzt mir was auftun. So lecker sieht das aus. Und riecht es. Naja, ob es lecker aussieht, das ist Geschmackssache wahrscheinlich, aber riechen. Ich glaube, da braucht man keine Geschmackssache. Außer meine Frau, die mag keinen Speck. Also Doppelgeschmackssache. Mann, Mann, Mann. Aber meine Gerichte isst sie trotzdem gerne. Auch mit Speck. Fantastisch. So, Ofen aus. Schüssel ist gemacht. Genießen. Voll das Wintergericht, finde ich, voll so ein Hüttengericht. Ja, genau.